Hallo Freunde, ich hoffe, ihr habt eine super Woche gehabt. Heute möchte ich mit euch ein bisschen den Epheserbrief anschauen. Im Epheserbrief, der ist geschrieben an die Leute in Ephesus, Neugläubige, neue, die neu im Glauben sind, die aber nicht unbedingt von einem jüdischen Hintergrund kommen. Und Paulus adressiert hier in dem Buch einige Sachen, wie sie ihr Leben leben können und verschiedenste Sachen. Aber er zeigt ihnen ja auch ganz klar, das sind, ich denke, eines der Probleme, wo da geherrscht hat zwischen den Leuten damals, war, dass sie gesehen haben, dass sie irgendwie nirgends so richtig reinpassen. Sie sind nicht wirklich Juden, sie verstehen nicht wirklich die jüdische Kultur, sie sind nicht wirklich in dem Hintergrund aufgewachsen, das heißt, sie kennen nicht wirklich die ganze Tora oder das Alte Testament, wie man heute sagen wird. Sie kannten das ganze Sachen nicht. Und sie fühlten sich da ein bisschen so, na, wo passen wir da rein? Sie versuchten ihren Weg reinzufinden. Aber Paulus zeigt ganz klar, es ist egal, ob ihr Juden seid oder neu zum Glaube gekommen seid durch Jesus, wir sind alle durch Gnade gerettet. Und das verbindet uns miteinander. Jesus verbindet uns miteinander. Durch Gnade sind wir errettet worden. Und Paulus zeigt auch ganz schön, dass es die Liebe Gottes zeigt. Seine Liebe ist so intens für uns, so stark für uns, dass das ist, wo uns zusammenhält. Gottes Liebe. Wir sind durch seine Liebe gerettet und durch seine Gnade und nicht durch die verschiedensten Sachen. Und das ist, was uns zusammenbringt. Und Paulus zeigt das ganz klar den Menschen in Ephesus. Paulus spricht sogar im Gebet an einer Stelle und er sagt, also er schreibt es in dem Brief, er sagt, dass er dafür betet, dass die Menschen verwurzelt sind und dass sie alles in Liebe finden. Dass sie in Liebe verwurzelt sind. Dass sie die Tiefe der Liebe Jesu mehr verstehen können. Dass es ein Teil von ihnen wird. Weil dann können sie Veränderung bringen. Der Schlüssel ist wieder Liebe. Die Verbindung zwischen allen ist Liebe und Gnade. Dann spricht Paulus davon, wie wir ein Leben leben sollen, das wirklich unsere Berufung ehrt. Wo wir zeigen, unser Leben leben in unserer Berufung. Paulus macht es wirklich klar, Jungs, ihr Mädels, ihr habt eine Berufung auf eurem Leben. Und ihr seid berufen, andere zu erreichen, Menschen Hoffnung zu bringen. Aber wir können das nur zusammentun, wenn wir vereint sind. Und wieder, wir sehen da wieder ganz klar die Nachricht von dem Zusammenhalt. Nicht den Unterschied, sondern den Zusammenhalt, das Gemeinsame zu finden. Und Paulus zeigt das ganz klar. Leute, ihr habt eine Berufung und habt die zusammen. Ganz egal, ob ihr aus dem jüdischen Glaube kommt oder von einem ungläubigen Glaube zu Jesus kommen seid. Geht mit Jesus vorwärts und lebt ein Leben, das wirklich Veränderung bringt. Und wenn wir so leben, zusammenleben und in einer Gemeinschaft leben, miteinander, vereinzelt miteinander, dann zeigt es der Welt auch Gottes Liebe. Das zeigt der Welt, hey, der Gott, der interessiert sich wirklich für dich. Uns lässt uns wachsen. Wenn wir miteinander uns gegenseitig hochheben, dann wachsen wir miteinander. Und es ist wichtig, dass wir wachsen. Er zeigt es den Epheser ganz klar. Wenn ihr nicht wächst und ein Sturm kommt, dann wird er wegblasen. Das heißt, euer Glaube ist schwach, wenn ihr nicht wächst. Ihr müsst im Glaube wachsen, das ist wichtig. Ein kleines Kind muss wachsen und aufwachsen und lernen. Richtig? Und wenn es das nicht tut, dann kann es in alle Richtungen bewegt werden im Leben, ohne zu wissen, wo der Kurs hingeht. Es ist wichtig, dass wir wachsen, dass unsere Grundlage in Gott ist. Und er zeigt ihnen das ganz klar. Aber es ist wichtig, dass wir dann Menschen in die richtige Richtung wieder weisen. Aber wir müssen es immer aus Liebe tun. Wir müssen die Wahrheit immer aus Liebe bringen. Unsere Nachricht kann nie von irgendeinem Punkt kommen, wo es Hass ist oder wo wir wütend sind oder irgendwas in die Richtung. Es muss immer aus Liebe kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann wird Gott wirken. Gott kann dann durch unser Leben wirken. Also vergesst es nie, wie die Epheser auch. Es ist immer Einheit und Liebe. Das sind die ganz, ganz wichtigen Dinge, die Paulus hier wirklich ganz stark anbringt. Und bringt da auch noch an, was auch wahrscheinlich jeden bewegt von Zeit zu Zeit. Wir werden
wütend, richtig? Gott war manchmal wütend. Er war manchmal wütend auf seine Leute. Es ist okay, wütend zu sein. Aber was nicht okay ist, dass wir sündigen, wenn wir wütend sind. Ein klarer Unterschied. Gott fordert uns heraus, wenn ihr wütend seid, gebt eure Wut wieder an mich ab. Und vergebt einander. Lasst nicht die Anfechtung und die Sachen eine Wurzel in euch finden, die Unvergebung, dass sie euch beeinflusst und eure Wut aufwachsen lässt, sondern vergebt und legt eure Wut nieder. Und Paulus adressiert das ganz klar auch an die Leute. Muss also ein Problemwesen sein zu einem bestimmten Grad. Richtig? Ja, sonst würde es er wahrscheinlich nicht adressieren. Dann spricht er noch davon, dass wir unsere Zeit richtig einsetzen sollen. Das heißt, wir sollen unsere Zeit nicht verschwenden. In der heutigen Zeit würde er wahrscheinlich sagen, verbringen den ganzen Tag vom Fernseher oder vom Computer oder wo wir auch immer unsere Zeit verbringen. Verbring mehr Zeit mit Gott. Verbring deine Zeit, um das Evangelium in die Welt zu bringen, um Hoffnung zu bringen, um deinen Nächsten zu lieben. Weil das bringt wahre Veränderung. Und Paulus zeigt es ganz klar an hier. Er zeigt an, hey, macht einen Unterschied darin. Das ist ganz, ganz wichtig. Spricht er davon, wie wir zusammenleben müssen und wie wir untereinander uns verhalten müssen. Ehemann und Ehefrau. Und dann spricht er davon, wie wir so unsere Eltern ehren sollen. Weil das ist ein großer Auftrag von Gott, der auch ein Versprechen mit sich bringt. Und wenn wir dran denken, unsere Eltern waren eigentlich die, die unsere Grundlagen in unserem Leben gelegt haben. Gott hat unsere Eltern benutzt, um Grundlagen in unserem Leben zu legen. Ob unsere Eltern immer drauf gehört haben, ist eine andere Frage. Und ob sie die richtigen Grundlagen gelegt haben. Aber ganz egal davon, wir sind berufen, unsere Eltern zu ehren. Ganz egal. Gott hat uns dazu berufen. Und Paulus macht das auch nochmal ganz, ganz klar. Und dann bringt er auch nochmal an, dass wir, wenn wir irgendwas machen, dass wir unser volles Herz drin haben. Dass wir nicht Sachen so halblebig machen, sondern wirklich unser ganzes Herz dabei haben. Und wirklich einen Unterschied machen. Weil er möchte durch uns wirken. Gott möchte durch uns wirken. Aber wenn wir nur halbherzig in Sachen dran sind und sagen, ja gut, ich kehre bloß halbe Straße, weil dann habe ich ja meine halbe Stunde gemacht. Anstatt den extra Weg zu gehen und vielleicht auch noch vor dem Nachbarsheimhaus zu kehren. Es macht einen Unterschied. Das zeigt Gottes Herz. Oder wie wir unsere Mitmenschen lieben. Wir können unser Herz dadurch zeigen. Ob wir es nur machen, um ein paar Stunden für Gott zu absolvieren. Oder ob wir es machen, weil unser Herz dahinter ist und wir wirklich die Liebe Gottes zeigen wollen. Und so müssen wir dienen. Mit der Liebe Gottes. Und dann spricht er ganz am Schluss noch über die Rüstung, die uns Gott gegeben hat. Den Helm, oder den, ja, Helm der Errettung. Und dann die restliche Rüstung. Er erklärt es am Ende vom Epheserbrief. Es ist ganz wichtig, dass wir die jeden Tag anziehen, weil der Teufel attackiert uns. Aber mit dem Helm und mit der Rüstung sind wir bereit. Gott hat uns vorbereitet. Wir sind nicht allein. Und Paulus zeigt es auch nochmal ganz klar in Epheser. Ihr seid nicht so schwach. Ihr seid stark, weil Gott ist bei euch. Vergesst es nicht. Verbringt Zeit, den Brief zu lesen. Lasst euch von Gott dadurch ermutigen. Und lasst ihn ganz tief in euer Herz sprechen. Auch euch zeigen, wo vielleicht Veränderung am Platz ist oder wo ihr auf dem richtigen Weg seid. Gilt für jeden von uns, inklusive mir auch. Und dann lass dich von Gott leiten in dem Bereich. Vater, ich bitte dich jetzt darum, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, dass du neue Hoffnung bringst durch den Epheserbrief, dass du Veränderung bringst durch den Epheserbrief, dass du wirklich Menschen berührst durch den Epheserbrief und dass du uns Zeit gibst, es tiefer zu studieren. Lass unsere Herzen offen sein dafür, zu verändern und Veränderung zu erfahren. Und auch offen sein für deine Richtungsweisung, auch wenn es manchmal wehtut, Herr. Wir bitten dich, dass du uns wirklich in die richtige Richtung weist. Dass wir dir folgen, Herr. Wie die Epheser. Wie Paulus sie herausgefordert hat. Danke, Herr Jesus, dass du dabei bist, dass wir nicht allein sind. In deinem Namen beten, Herr Jesus.
Hab eine super gesegnete Woche. Bis bald. Tschüss.